Richteten viele ausländische Persönlichkeiten an Unter ihnen sind der General Forsten und der Generalsekretär des zentralen Leitungsstabes, der Partei der Avantgardisten in der Nation, der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Pimeniens, der Vorsitzende des Eurostandartes, der Nationalen Sozialistischen Partei Rumäniens, der Vorsitzende der Liberal-Demokratischen Partei Russlands, der Vorsitzende der Russischen Nationalen Front für die Rettung des Vaterlandes, der Vorsitzende des Zentralkomitees der Partei Kommunisten Russlands, der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns, der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Tschechiens 21, der Generalsekretär und der Sekretär für internationale Angelegenheiten des Zentralkomitees der neuen Kommunistischen Partei Jugoslawiens, der Vorsitzende der Sozialistischen Arbeiterpartei Ägyptens, der Sekretär des Stuttgart der Kommunistischen Partei der Slowakei, der Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten der Sozialistischen Arbeiterpartei Kroatiens, der Sekretär für internationale Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Serbiens, der Generalsekretär der Afroasiatischen Bürgersolidaritätsorganisation, der Vorstand des Asiatischen Soziologieinstituts und der Chefsekretär des Afrikanischen Soziologie-Studienkomitees sowie die weiteren hochrangigen Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise und die Verzette der Soziologie-Studienorganisationen und der Organisationen für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft mit Korea in China, Russland, Nepal, Japan, Dänemark, Rumänien, Weißrussland, der Schweiz, Tschechien, Österreich, Peru und Ecuador. Darin gratulierten sie zum 76. Jahrestag der Befreiung Koreas dem Herrn Kim Jong-un von ganzem Herzen. Sie betonten, dass die Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung um die Verwirklichung der großen Sache der Befreiung des Heimatlandes, die siegreiche Führung der koreanischen Revolution und den Aufbau des mächtigen sozialistischen Staates mit souveräner Politik, selbstständiger Wirtschaft und Selbstverteidigungskraft bei den Koreanern und den fortschrittlichen Menschen der Welt ewig unvergessen bleiben würden. Sie äußerten ihre Überzeugung davon, dass das koreanische Volk unter der Führung von Herrn Kim Jong-un bei der Verwirklichung der Sache des sozialistischen Aufbaus neuen Erfolg und Sieg erringen wird. Die Teilnehmer der Veranstaltungen zum Tag der Jugend besichtigten mehrere Orte und Hauptstadtlinien. Sie besuchten die historische revolutionäre Gedenkstätte Mandembe. Bei der Besichtigung des Museums erinnerten sie sich an das revolutionäre Leben von Präsidenten Kim Il-sung, der in den Zellen den Weg der Revolution betreten und dem Volk sein ganzes Leben gewidmet hatte. Sie suchten auch das historische Museum der Jugendbewegung auf. In der Eingangshalle erbeuten sie sich vor den Figuren von Präsidenten Kim Il-sung und dem Herrn Kim Jong-il unter den Jugendlichen. Sie konnten sich mit den unvergänglichen Verdiensten der unvergleichlich großen Herren vertraut machen, in der ganzen Zeit der Revolutionsführung die Jugend sehr geschätzt und geliebt und die koreanische Jugendbewegung zu Sieg und Ruhm geführt zu haben. Und sie entschlossen sich dazu, die Ideologie und Führung von Herrn Kim Jong-un treu zu unterstützen und die stolze Geschichte und Tradition der koreanischen Jugendbewegung unbeirrt fortzusetzen. Im Ehrenheim der Revolutionäre auf dem Blatt-Pelsen und im Ehrenheim der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges erfuhren sie, dass die revolutionären Kämpfer, die für das Vaterland und Volk ihre kostbare Jugend geopfert haben, in der Obhut der Partei der Arbeit Koreas ewig fortleben. Die Teilnehmer der Veranstaltung zum Tag der Jugend besuchten auch die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchang. Die jungen Leute der DVRK vollbringen großartige Arbeitsleistungen. Die Jugendlichen im Wärmekraftwerk Ostpyeongyang führten verschiedene Vorrichtungen, die sie für die Wiederherstellung der Originalleistungen der Anlagen
mit eigener Kraft gebaut hatten, in die Produktion ein und setzen sich mit ihren Formqualifikationen für die Stromerzeugung ein. Und die jungen Wissenschaftler in der Enzymfabrik Rangnau strengen sich dafür an, mit der Wissenschaft und Technik zum Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes beizutragen. Die Lehrer und Forscher der Chemische Universität sind erfolgreich bei der Forschungsarbeit. In der Fakultät für Mathematik baute und führte man im Vereinigten Eichenhüttenberg Franke das System für die Messung des Schlackenniveaus vom offenen Sauerstoffblasverfahren ein und schuf dadurch eine wissenschaftlich-technische Garantie für die Normalisierung der Produktion. Außerdem vervollständigte man das System zur Kompensierung der Betriebsleitung auf einem hohen Niveau und trug damit zum Produktionswachstum bei. Das Forscherteam der Fakultät für Erde und Umwelt löste aktiv die wissenschaftlich-technischen Probleme bei der Marschlanderschließung, damit man viele Arbeitskräfte, Anlagen und Materialien sparen und das Tempo des Seedeichbaus erhöhen kann. Und die Forscher der Fakultät für Geologie führten die geophysikalische Erkundung und Untersuchung verantwortungsbewusst durch und gewährleisten die Sicherheit des Baus. Allein in diesem Jahr veröffentlichten die Lehrer und Forscher der Universität in den internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften viele wissenschaftlich-technische Erfolge. Durch die Bevorzugung der Wissenschaft und Technik normalisiert man in der Chemiefaserfabrik Phenizil vom Betrieb Neptunen der Chemiefeuerkehr die Papierproduktion. In der Fabrik löst man alle Probleme, gestützt auf eigene Kräfte für technische Entwicklung. Die Techniker und Arbeiter bauten mit der Eisenkraft die neuen Prozesse für die Lösung von Chlorkalk und die Produktion von Hypochlorsäure und eröffnete damit die Perspektive für die Produktionssteigerung. Für die Produktion mit einheimischen Rohstoffen und Bodenrecycling stellt man in enger Verbindung mit den betreffenden Betrieben verschiedene chemische Hilfsmittel und normalisiert dadurch die Produktion. Auch die Forscher und Techniker des Industrieinstituts entwickelten die Polyvinylalkohol-Ansprechbaren, die bei der Rekonstruktion und Modernisierung der Fabrik aktiv genutzt werden. Das waren die Nachrichten der Stelle Koreas. Gesprochen von Rionni. Das unvergängliche klassische Meisterwerk, Dio Korea, Friedrich zu Ruhm verhelfen, das Genosse Kim Jong-il im Jahr 1949, 1960 geschaffen hat.